Diese drei sexy Herrendüfte für den Winter kanntest du bestimmt noch nicht. Der hier riecht für mich nach einem heißen Date am Kamin. Frag mich einfach nicht, warum ich dieses Bild im Kopf habe, aber genauso riecht er. Du kriegst hier Kakao mit holzigen Noten, mit Zimt und mit leichten Tabaknoten. Leute, der ist einfach nur nicht von dieser Welt. Ist übrigens eine richtig heiße Brand, die im Kommen ist, deswegen guck dir Inui Nomad auf jeden Fall mal an. Die Spitzenqualität aus der Schweiz. Bei dem Duft riecht man dich schon, bevor du den Raum betrittst. Und ich meine es ernst, zwei Sprühstöße reichen komplett aus. Wie riecht er? Für mich auf jeden Fall sehr oudlastig, aber cremig. Das ist so ein Orientaler mit einer Pflaume. Er hat auf jeden Fall eine dunkle Seite, aber auch eine sehr, sehr sexy, verruchte Seite. Und Leute, das Wort Beast Mode bekommt wirklich eine neue Bedeutung. Der Duft kam ganz neu raus und heißt Twisted Sin. Ist für mich so ein typischer Frauenmagnetenduft. Er hat was Süßes, er hat was Holziges, das ist so ein Duft, da willst du eigentlich fast schon reinbeißen. Oder sagen wir mal besser in den Träger. Er hat eine ganz leichte Apfelstrudelnote mit zimtigen Noten, leicht holzig.